Ein Foto von seinen Füßen versetzte die Fans von Thomas Müller in Ekel. Auch seine Frau Lisa zeigte sich nun ganz natürlich auf Instagram, sorgte damit jedoch für Begeisterung. Auf Instagram zeigt sie sich am liebsten auf dem Rücken ihres Pferdes. Hin und wieder postet Lisa Müller auch einem Pärchenbild mit Ehemann Thomas. Ein Foto von sich im Bikini bekommen ihre fast 200.000 Follower eher selten zu sehen. Summer Vibes, doch nun hat die Reiterin auf der Social-Media-Plattform ihre Fans mit zwei Schnappschüssen in Bademode überrascht und sie mit ihrer Natürlichkeit begeistert. Lisa Müller teilte gleich zwei Fotos, die sie auf einer Wiese sitzend zeigen. Dabei trägt die 31-Jährige einen gelben Rondschulter-Bikini. Nach nur wenigen Minuten wurde der Post mit mehr als 5000 Likes versehen, zahlreiche Fans kommentierten die Bilder auf Instagram. Du bist toll, schrieb zum Beispiel jemand in der Kommentarspalte. Du siehst aus wie ein Model, meinte ein anderer User. Auch Komplimente wie wow, schön und hübsch sind unter dem Beitrag zu finden. Du siehst einfach wunderschön aus. Einige ihrer Follower feiern vor allem ihre Natürlichkeit. Denn ganz uneitel zeigt sich Lisa Müller ihren Fans ohne aufwendiges Styling. Ihre Haare hat sie locker zu einem Dutt gebunden, auf Make-up hat sie verzichtet. Stattdessen trägt die Münchnerin Augenpads gegen Augenringe, Tränensäcke und Fältchen. Romantik in der Corona-Krise, Lisa und Thomas Müller teilen Kussfoto, ein perfektes Wochenende, neues Pärchenfoto von Lisa und Thomas Müller, Bayern-Torjäger erschreckt Fans, Thomas Müller postet Ekelfoto, wow, du siehst einfach wunderschön aus und so natürlich, kommentierte ein Follower. Eine der wenigen Spielerfrauen, die so herrlich natürlich rüberkommt, sagte ein weiterer Fan. Auch ihr Mann sorgte erst kürzlich mit einem Foto für Aufsehen. Lisa und Thomas Müller sind sehr mehr als 10 Jahre verheiratet. Im Winter 2009 hatten sich die Reiterin und der Bayernstar heimlich das Jawort gegeben. Selbst seine Teamkollegen hatten von der Hochzeit damals erst aus der Presse erfahren.